In diesem Video ein klitzekleiner Hinweis, wie ihr aber eine ganze Menge Speicherplatz auf eurem Windows-Betriebssystem freigeben könnt. Und zwar geht das folgendermaßen: Wir gehen hier auf Start, alle Programme, Zubehör und Systemprogramme und Datenträgerbereinigung. Jetzt nicht das Video abschalten, wir machen nicht die übliche Datenträgerbereinigung, die kennt ihr sicherlich schon. Es gibt da noch so eine Art kleine versteckte Option, die es uns ermöglicht, die Systemwiederherstellungspunkte bis auf den letzten zu löschen. Und zwar hier, wenn wir hier oben unter weitere Optionen klicken, können wir hier auf Bereinigen gehen und die nächste Meldung mit Ja bestätigen und löschen so die letzten Systemwiederherstellungspunkte bis auf den letzten. Also alle, die vor dem letzten waren, werden jetzt gelöscht. Das kann unter Umständen eine ganze Menge Speicherplatz freigeben. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Kommentare nutzt, um kundzutun, wie viel Speicherplatz euch dieser Trick denn gebracht hat. Geht übrigens auf allen Betriebssystemen nach Windows XP, also Windows Vista und Windows 7, funktioniert das genauso.